Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von uns. Ich habe mir heute nämlich die Lia geschnappt oder sie ist aus einem ganz besonderen Grund hier. Denn wir drehen heute ein Video für den SWR. Hier sieht man noch das ganze Kamerateam rumstehen. Für den Pferdesommer. Ich bin richtig froh, dass ich heute dabei sein darf. Und wir machen heute was ganz Besonderes. Und zwar, ja. Willst du es mal erklären? Also wir machen heute richtig coole Ponyspiele, aber zum Parcours gleich mehr. Hast du das schon mal vorher gemacht? Nicht so, wie wir das heute machen. Ich bin schon über Stangen und Slalom geritten, aber heute wird es richtig wild. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Lia, welches Pferd hast du denn heute dabei? Ich habe heute den Klausi mit. Eigentlich wollte ich den Alfie mitbringen. Ich glaube, der hätte da richtig Spaß dran, aber der ist leider ein bisschen erkältet. Ach, Klausi ist der so aussieht wie Gollum, oder? Ja, genau. Klaus sieht dem Gollum total ähnlich. Das er ist ein bisschen kleiner, ja, aber ansonsten so ein bisschen wie so ein kleiner Bruder. Ich hoffe, ich kann die unterscheiden. Ich nenne die einfach Gollum 1 und Gollum 2. Genau. Ja, das ist besser. Lia, dann erklär mal. Also unser erstes Spiel wird jetzt gleich so ablaufen, dass wir erstmal Slalom reiten, ist ja noch einfach. Aber dann müssen wir einen Ball von einem erhöhten Gegenstand runternehmen und dann in einen Pool werfen. Gehen. Ich bin auch gespannt. Wenn du nicht triffst, dann bist du raus. Und also, dann, das ist wirklich sehr streng. Ja. Müssen wir dann absteigen? Also ich steige genau, nicht aber ich komme nicht mehr wieder auf Gollum. Genau, und deswegen ist man dann leider raus. Dann hat man das Spiel verloren. Aber wir haben ja mehrere Spiele. Wir haben hier noch die Fahne, da kommen wir dann nachher zu. Okay, ich bin gespannt. Oha. Ja, dann lass mal die Pferde holen, oder? Ja. Nein, wir müssen das doch jetzt erst aufbauen. Ach ja, stimmt, okay. Ach so, stimmt. Ja, okay. Jeder wird halt seine Bahn haben. Ich mache jetzt erstmal so ein Strickchen. Du auch? Da legen wir gleich noch eine Stange. Genau. Ist das die Startlinie oder was? Genau. Da vorne, das ist echt jetzt frech. So. Laufen wir 2 Meter? Habt ihr gleich lange Beine? Sie hat extra große Schritte gemacht. Boah, das wären echt enge Kurven, die ihr reiten müsst. Ja. Hier immer mit dem Kamerateam begleitet werden, muss dann immer kurz warten. Das dauert immer länger dann. Ja. Die haben ein bisschen größere Kamera als wir. Ganz minimal, bisschen so, größer. Und oh, man so. Läuft so komisch weiter. Was ist? Ich bin irgendwie ganz komisch weiter, glaube ich. Ich habe den da so hingestellt. Hab dann so gemacht, obwohl ich gar keinen Pilot mehr in der Hand habe. Die Abstände werden irgendwie größer, kann das sein? Lia, du hättest mal ein Maßband mitbringen sollen. Ja, hätte ich mal, ne? Ja. Wofür sind die Stangen jetzt? Also wir brauchen ja so eine Startlinie, wo wir dann so drüber springen. Das ist nochmal so, so ein kleines Hindernis, sage ich mal so. Genau. Okay. Liegen die auf der gleichen Höhe? Ja, ich glaube so. Okay. Sind die Hütchen gerade? Also, ich weiß ja nicht, aber also, nicht so ganz. Hellas sind ein bisschen kreuz und quer. Wie sieht's bei dir aus? Jetzt will man, glaube ich, nicht sehen. So, der Vorletzte? Ja, naja, Ah, wir können das noch richten. Wir ich muss das meine nochmal. Auch noch eben ändern. So ist besser, glaube ich. Das war der Schiefe. Aber durch die Hütchen reitet ihr nur so Slalom durch? Genau. So. Perfekt. Und dann kommt der schwierige Teil jetzt. Okay, und wir müssen mal schauen, wo wir die hinstellen. Einfach so relativ... Ja, nach dem Slalom einfach irgendwann, ne? Okay. Weil wir müssen dann ja da dran vorbeireiten irgendwie. Kann man die nicht tragen? Ja. Ja. Das ist besser. Wie trägst du das? Ich könnte ja auch helfen, aber ich habe eine Kamera in der Hand. Ja. Hella, ich pass auf, dass Lia nicht schummelt hier. Ja, nicht, dass du die schief hinstellst, dann rollt der Ball runter oder so. Wer weiß, welche Tricks du kennst. Hoffentlich hält das überhaupt. Ja, ich glaube, das ist gut. Hier kann man ja sonst den Ball drauflegen, der rollt ja nicht runter. Genau, und dann nehmen wir den Ball und dann ja, müssen wir ihn irgendwie so und dann in den Pool werfen. Genau, wir machen den Pool und da um den Pool machen wir so eine Linie drum zu und da müssen wir dann abwerfen. Und wer hat dann gewonnen? Der schneller ist. Und wenn du den geworfen hast, musst du zurück über die Startlinie. Dann lass mal die Pferde holen. Nein, du bist immer, wir müssen erst den Pool noch holen. Tom, Alter. Tom, das ist zum zweiten Mal. Nichts anderes sagen als, lass mal die Pferde holen. Wofür ist der Hammer da, Lia? Was hast du noch vor? Psst. Falls du am Gewinn bist, kriegst du einen Hammer. Da kriegst du mal vor, ist nicht schlimm. Was macht sie? Das willst du nicht sehen. Meinst du nicht, Gollum hat Schiss davor, der hat ja sogar Angst vor Wassergräben? Ich glaube schon. Warum mache ich das so komisch? So ist das perfekt, oder? Hella, wenn man einen Fehler macht, dann kriegt man Strafsekunden, ne? Wenn du hier so trotzdem drüber reitest. Oder man muss einmal, um das Ding rumreiten. Ja, oder? Weil so. Nachher was draufrechnen ist ja auch doof. Ja, das können wir auch so machen, genau. Ja. Und wenn du hier drüber reitest. Oh Gott! Warte, hier, das ist. Ich dachte, du siehst das, sorry. Du
Jetzt komm, jetzt ist dein Einsatz. Ach so, endlich. Wollen wir jetzt die Pferde holen? Ja. Ja, endlich. Bälle sind positioniert, aber wozu jetzt zwei Bälle? Ja, wenn du einen genommen hast und dann den Pool nicht treffen solltest, musste man zurückreiten, sich den anderen holen und dann treffen. Oh. Und wenn oha man dann immer noch nicht getroffen hat, dann hat man verkackt. Ist es leider vorbei. Wir können noch einen dritten Ball drauflegen. Oder man muss dann halt absteigen und naja, wie kommt man wieder aufs Pferd drauf? Das klappt auch nicht. Das ist schwierig. Hella, du musst beim ersten Mal treffen oder beim zweiten Mal, sonst ja, ist natürlich halt ich glaube, ich habe dann eh schon verloren. Ja. Wenn man den ja ersten dann nicht trifft, dann ja. Aber ihr habt ja gerade schon geübt. Ja, geübt. Ja, gut, dass ihr nicht fangen müsst. Ja. Also so viele Schleifen wie Lia da im Auto hat, hast du nicht. Kommt das ist gemein. So, hier ist jetzt eine ganz saubere Sattelkammer. Ich bin halt so gespannt. Ja, so cool, der Transporter. Ja. Wieso hast du keinen Heller? Das und mag ich nicht auch. Ich hole jetzt auch meine Putzsachen und dann geht's gleich weiter. Machen wir die Fertigung fertig. Und dann geht's ans Spiel. Ich bin gespannt, sehr. Glaubst du, du hast eine Chance gegen Lia? Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist halt viel besser. Da ist sie, deine Konkurrentin. Welcher von denen ist denn jetzt der Richtige? Ja, hahaha, sehr witzig. Guck mal, erkennt man es. Gollum 2.0, das erkennt man nur hier an der Nase. Genau. Ich kann die sogar unterscheiden. Gollum, heute kommt die größte Challenge deines Lebens. Heute musst du bestehen. Okay, Leute, mir ist echt ein Fail passiert. Ich dachte mir so gestern vor dem Dreh nochmal schnell die Mähne schneiden. Und dann ist das passiert. Was ist das? Die ist 2 cm jetzt kurz. Friseur ist halt richtig du nicht schlimm. Werden. Ja, und ich konnte es dann auch leider nicht mehr ändern. Ich wusste nicht, dass er hier so einen komischen Wirbel hat. Und dann ist die Mähne wirklich 2 cm kurz geworden. Oh Mann, zum Glück hat Gollum keinen Spiegel. Ja, ich glaube, ihn stört's nicht, aber es sieht jetzt nicht so wunderschön aus. Nee. Hat er dreckig gemacht. Mein liebe Klaus. Klaus ist auch so ein geiler Name, wie Gollum. Ja, ne? Das passt. Lia, wie lange brauchst du immer im Stall, so pro Pferd? Also ich mach so 10 Minuten fertig und dann reite ich halt halb. Hella, hörst du? 10 Minuten macht sie fertig. Wie lange braucht Hella? Ewigkeiten. Oh, okay. Also zum Putzen, sie ist so penibel. Bist du fertig mit Putzen? Ja. Hella, was machst du mal mit deinem Pferd? Hella? Wo ist Hella hin? Hella ist verschwunden. Hallo Klaus. Ich glaube, sie wollte sich das nicht von dir geben lassen. Ja, glaube ich auch. Da bist du. Also Lia putzt immer 10 Minuten ungefähr und dann ist sie fertig. Ich brauche auch nicht viel länger. Natürlich. Nein. Also zum Putzen brauchen wir 2 Minuten. 2 Minuten, Hella? 10 Minuten mit Sattel. Oh mein Gott. Hella braucht allein zum Putzen länger als 10 Minuten. Die Prinzessin auf der Erbse. Das ist richtig praktisch hier, der Tritt. Seid ihr bereit? Ja, total. Bereit geboren, ne? Ja. Die sehen so gleich aus, also. Hä, ist das ein Pony, Lia, oder ist das ein... Ja, klar. Okay. Aber so? Gollum ist kein Pony. Nee. Hella, übst du schon? Darfst du das? Ja. Oh, oh. Also Gollum hat ein bisschen Schiss. Lia ist halt kleiner auf ihrem Pferd. Sag mal, ich muss nicht so weit runter. Okay, aber es geht. Auch. Dann hier weiterreiten, nicht in den Kreis treten. Also wenn ich wetten müsste, ich würde auf Lia setzen, um ehrlich zu sein. Es tut mir leid, Hella, dein Freund ist hier nicht treu. Jetzt ist einfach das Gras hier. Ja, er braucht noch eine Stärkung für die Challenge gleich. Ich sag dir, ihr gewinnt das. Wir haben die Ponys jetzt aufgewärmt und jetzt geht's los. Ich habe ein bisschen Angst, ich glaube, ich werde verlieren. Lia hat auf jeden Fall einen Vorteil, weil man sieht schon, kleineres Pferd, sie kann schnellere Wendungen machen und sie kommt besser an den Ball. Halt echt. Aber du kannst dafür so richtig schnell galoppieren. Okay, auf die Plätze. Oh mein Gott, die liegen ja so nah aneinander. Ja, ich positioniere mich mal. Ihr steht gerade so schön, seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Oha. Das geht gar nicht, sorry, aber. Lia, du hast. Oh mein Gott! Oh Gott! Hallo! Nächsten Ball. Du schaffst das. Ich glaube, wir müssen auch gleich den Videobeweis einschalten. Ja, der hat gewonnen. Yes, super. Okay, jetzt schnell zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, hast du dir den letzten noch mitgenommen? Die Pylone? Nee, so, ich meine, so, so. Bist du noch da durchgeritten durch die letzte? Ja, er ist über die vorletzte ist er ja gestolpert, ne? Ja, kann sein, ja. Und an die der letzten bist du vorbei. Geblieben.
Ja. Ich wusste dann nicht mehr, wo ich lang musste. Ich weiß ja nicht, aber ich würde fast sagen, man muss das wiederholen. Also das Werfen war so ein Fail bei mir. Also das kann ich wirklich gar nicht mehr äußern. Ich habe einfach so geworfen und er ist so komplett daneben gegangen. Musst du von unten werfen. Ja, das ist eine gute Idee. Danke, dass du mir deine Taktik verrätst. Ne? Das ist ja sehr lieb. Also ich würde sagen, das war eine Übungsrunde und wir machen das nochmal. Genau. Okay, auf Plätze fertig. Los! Oh. Oh, sehr gut. Ich fand es diesmal richtig gut. Jetzt hat man ein bisschen mehr die Technik raus, dass man nicht zu schnell machen darf. Ja, aber du bist so schnell mit dem Ball. Also ich kann es nur aufholen, weil Gollum dann so schnell war, weißt du? Ja. Ja, ich konnte ihn einfach so im Trab greifen, weißt du? Ja, das ist halt gut. Ich kann das halt nicht, weil ich nicht so... Ich muss mich halt so runterlehnen, weißt du? Ja, geil. Aber macht richtig Bock. Ja, mega. Gollum ist ja so abgepäst am Ende. Ja, das war halt richtig schlimm. Ich wusste halt selber nicht, dass er so abgehen wird. Richtig krass, du hast sie fast noch eingeholt. Aber der Punkt geht, würde ich sagen, an Lia. Ja. 1-0. Nein, hat sie verdient. Du hast ja auch auf sie gewettet. Also, Wetteinsatz nicht verloren. Oh mein Gott. Oh oh, Strafrunde. Nein, ist zum Glück zu Ende. Okay, jetzt kommen wir zur zweiten Challenge. Wir müssen gar nicht viel umbauen. Du kriegst diese 5 Ringe von mir. Wir haben ja die 5 Pylonen und wir müssen da lang entlang reiten und einen da drauf tun. Also auf jeder Pylone muss ein Ring sein. Und falls was sollen wir daneben werfen? Genau, falls du es nicht schaffst, ist hinten auf der Tonne sind noch Ersatzringe. Da musst du die holen, zurückreiten und die Pylone, die du nicht getroffen hast, nochmal probieren. No. Okay. Und wenn keine mehr da sind, bist du leider... Ja, ich habe extra solche Spiele ausgedacht, damit ich nicht gewinnen kann. Du hast bestimmt schon trainiert oder du gibst es nicht zu. Hat man ja in der ersten Runde gesehen. Ja, Hella hat extra mich gewinnen lassen, damit ich wenigstens einmal gewinne. Sie ist ein guter Gastgeber, oder? Ja. Hella, bist ein guter Gastgeber. Ja, ne? Ich lasse sie extra gewinnen. Das ist so lieb. Irgendwann kommen wir mal bei dir vorbei und dann zeigen wir dir mal, was Hella drauf hat. Ja, wollen wir mal sehen. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, Hella hat getroffen, Lia hat getroffen, 1-1. Lia hat daneben. Hella hat eine Pylone umgekippt. Ich stell die auf und du machst weiter. Der zählt aber nicht. So, steht wieder. Hier hat Hella auch daneben geworfen. Lia trifft und trifft. Einer fehlt ihr noch. Und Hella hängt noch zurück. Lia trifft den letzten. Und das sieht nach einem Sieg für Lia wieder aus. Hella hat getroffen. Oh, daneben. Und Lia ist im Ziel. Ich verliere hier. Komm, wir machen für die Vollständigkeit. Ich fange nochmal einen von vorne an, ne? Kein Ding. Einen. Jetzt hast du den Dreh raus. Ne, 2 hatte sie sogar schon. Perfekt. Ich habe jetzt die Taktik. Das war noch die Proberunde. Ich glaube, du hast nämlich alles schon heimlich geübt. So? Nein. Ja. Aber ich glaube, du gehst am Anfang immer zu schnell ran, weißt du? Ich habe direkt von der Ruhe aus gemacht. Und das hast du am Ende auch, als du so dann schon, weißt du? Ja, und ich glaube, ich muss mich auch weiter nach unten wippen. Genau. Das habe ich nämlich am Anfang, dachte ich so, ach, von der Entfernung geht das. Ja, aber dann am Ende, man muss schon richtig sicherer nach unten. Ja. Das ist besser. Okay, dann lass uns noch eine zweite Runde machen. Du hast jetzt zum Glück auch so lange Arme, Hella. Die helfen dir bestimmt. Witzig. Ihr seid so frech. Der hat was zwischen die Löffel bekommen. Klausi. Genau wie du was hinter die Ohren bekommst. Warum? Wenn du frech bist. Ich bin nicht frech. Na? Hella, Lia sagt, ich bin frech. Ja, ist er auch. Ja, schau. Da hat sie recht. Sie meint, ich krieg auch was zwischen die Löffel, so wie Klausi. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Lia hat den ersten getroffen. Hella auch. Oh, 2-1 Lia. 3-1 Lia. Oh oh, Hella hat einen verfehlt. Lia hat auch einen verfehlt. Und Lia hat den letzten noch getroffen. 2 fehlen ihr noch. Hella hat 2 bis jetzt. Ah, daneben. Und getroffen. Lia hat wieder einen verfehlt. Okay, Hella, du brauchst noch 2 Stück.
Ja. Getroffen. Lia hat auch getroffen. Und Hella, hier rum, hier rum, hier rum. Ah. Oh Gott, er ist wild. Oh oh. Fazit, er steht 2-0 für Lia. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Kann Hella überhaupt noch aufholen? Naja, also wir haben... Mir würde schon reichen, wenn ich eine Sache gewinnen würde, aber ich habe ja nicht mal die Proberunde gewonnen oder so. Oh Mann. Wir können ja sagen, die letzte Runde zählt doppelt, das heißt, entweder kriegst du noch unentschieden, genau, oder du gewinnst halt 4-0. So machen wir es. Die letzte Runde wird, glaube ich, auch richtig schwer. Oh Gott. Oh oh. So, Lia, dann erklär mal die letzte Challenge. Jetzt wird's richtig crazy, wir machen jetzt Pferdetausch. Pferdetausch? Okay. Ja. Ich hoffe, du kommst Oha. Mit dem Klausi-Klau und ich vor allem mit dem Gollum. Ja, das wird schon. Und dann müssen wir hier so die Fahnengreifen da reinwerfen, dreimal und dann ab ins Ziel. Ja gut, dann hier, bitteschön, der Gollum. Danke, der Klaus. Danke. Jetzt zwei. Sehr gut. Hella sitzt schon mal auf Klausi. Ich denke, wir passen aber eigentlich ganz gut. Ja, wir sind ja auch eigentlich gleich groß. Gleich klein, meinst du? Habt ihr überhaupt die Pferde gewechselt? Gollum 1 und Gollum 2. Steht ihr heller? Man sieht keinen Unterschied wahrscheinlich. Nee, sie sitzt nur ein bisschen niedriger. Ich glaube, Lia hat das extra gemacht, damit sie das schnelle Pferd hat für die letzte Challenge. Ja, glaube ich nämlich auch. Ich nehme mal den Pool hier aus der Mitte raus, den braucht ihr nicht. Ihr müsst einfach nur den Kreis treffen. Also wenn ihr das nicht schafft, Leute, dann weiß ich auch nicht. Okay, dann stellt euch mal auf eure Startplätze. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, beide, oha, heller. Okay, Hella hat die erste Fahne drin. Lia auch. Sieht gut aus. Fahne Nummer 2. Oha. Oh, du bist voll schnell, Hella. Ja. Ja. Der Sieger der letzten Runde steht fest. Lia versucht es noch einmal. Und jetzt geht's ab. Es lag doch einfach eindeutig am Pferd. Es lag eindeutig am Pferd, Lia. Ja, ich glaube, der Gollum, der ist so wild, da ist es gar nicht so einfach. Ich glaube, der Klausi ist einfach so brav. Ich glaube, der ist da wie für gemacht für das Spiel. Das sind auch eher Pony-Spiele. Man muss sich immer so weit bücken. Ja, das stimmt. Nicht so fürs Pferd geeignet. Wie hat sich das angefühlt, Hella? Hat Spaß gemacht. Das ist so süßer. Also wirklich richtig nice. War auch einfach auf dem kleinen Pferd, oder? Ja, schon ein bisschen, weil man näher da dran war. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Hella. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr richtig gut gemacht. Wir haben gar nicht gewonnen, wir haben einen Gleichstand. Ja, aber die letzte Runde hast du gewonnen. Ja, das und das war schon wirklich richtig gut. Du warst richtig schnell. Ich glaube, ich war so ein bisschen auf der Bremse mit Gollum. Ich musste aber auch immer so die Fahne reifen. Das war nicht so einfach. Ja, das du hattest da schon richtig den Dreh raus. Ja, mit also, Klausi, der ist geworden. Halt einfach wirklich gut. Hat richtig gut geklappt. Aber unentschieden ist auch ein schönes Ergebnis. Genau, am Ende unentschieden auch. Irgendwann kommt nochmal die Revanche. Die Revanche. Zu euch und dann nochmal. Dann geht's rund. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt auch schon das YouTube-Video. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier zu Besuch bei uns warst. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Lia. Ciao.